Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Heute geht es um mysteriöse Fälle. Weiß ich, was man sich nicht erklären kann. Warum, weshalb, wieso und was soll uns das zeigen? Also, ich fange mal an mit einer Sache, die am wenigsten mysteriös ist. Das kann man nachvollziehen, warum, weshalb. Irgendwo in Mansura, Richtung Kairo, in einer Stadt, ist was passiert. Und zwar ist eine Familie, wie soll man sagen, die sind eingeschlafen mit der Heizung. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Heizung, aber ich denke mal, das ist diese, wie nennt man das? Das, was ihr auch an der Wand habt, ne, mit diesem Wasser da drin. Ne? Oh, mir fällt es nicht ein, ihr wisst. Oder was anderes. Aber ich glaube, weil es ist Wasser ausgelaufen und die haben das eingeatmet und sind alle gestorben. Und dann hat es noch Feuer gefangen. Im Schlafzimmer. Also man soll nie mit Heizstrahler oder irgendeiner anderen Heizung schlafen. Kann alles passieren. Also ich mache immer nur das Zimmer warm. Sogar die Klima mache ich warm aus. Kann ja nicht die ganze Nacht warm da kriege ich keine Luft. Ne? Bei Nacht, bei kalt, okay, aber zu heiß kann das Zimmer, das ist zu viel dann. Okay, das ist der erste Fall. Da kann man ja noch nachvollziehen, was jetzt gerade momentan hier, was ich mitkriege, was in Ägypten passiert ist. Der zweite Fall ist bei uns in Kena passiert. Vor einer Woche, da war Hochzeit. Das Ehepaar hat ein riesen Ding, Tohuwabohu hier gemacht für die Hochzeit. Und ich weiß nicht, wo der Aufzug sein soll, aber es soll einen gläsernen Aufzug in Kena geben, wo so sich dreht irgendwie. Und das Ehepaar ist in dem gläsernen Aufzug und alle gucken auf das Ehepaar. Und ne, auf einmal fällt das ganze Ding runter und beide. Ich weiß nicht, wer da schreit. Younes, nicht Iris oder Kadiga. Also, auf einmal fällt der Aufzug runter. Der Mann ist sofort, die Frau hat überlebt. Ne? Aber was ist das für ein Zeichen? Das ist natürlich ein teurer Spaß. Mir sagt es, mir als Muslim sagt es, wacht auf, hört auf mit diesen teuren Hochzeiten, das ist Haram. Warte mal kurz. Entschuldigung, kleine Unterbrechung. Also, mir sagt es als Muslim, wacht auf, hört auf mit diesen zur Schaustellung, was ihr habt, wie viel Geld ihr ausgibt für eine Hochzeit, dass alle eure Bräute angucken mit dem ganzen Make-up. Ja, jetzt steht er da. Das ist für mich ein Zeichen. Okay, was würdet ihr da sagen? Na, also natürlich sehen das Muslime vielleicht anders als Christen. Aber im Endeffekt ist es für mich ein Zeichen, dass sie da dass alles viel, dass total viel falsch läuft in der islamischen Welt. Dass die nur heiraten, wenn sie so und so viel Geld haben. Und meistens sind sie dann 40. Schau mal, meine Schwäger, die sind alle über 30. Ich glaube, der Ahmed wird jetzt 38 und der hat noch ein paar Jahre vor sich, bis der heiratet. Ne? Ihr denkt immer, das geht so schnell. Die sind auch stolz, sie wollen kein Geld annehmen und so. Die wollen das alles mit ihren eigenen Händen machen. Und dann dauert es halt, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Was gerade momentan passiert mit der, in der Erdbebengegend, ne, Syrien, Türkei. Diese Geschichten finde ich krass. Zum Beispiel, da ist ein Mann, der wurde nach 4 Tagen gefunden mit einem Lächeln im Gesicht und er hat nicht gerochen. Sein Körper hat nicht gestunken. Und es war der hat viel Taqwa gehabt, hat viel Koran gelesen. Das hat habe ich im Instagram gesehen. So ein türkischer oder syrischer, ich weiß nicht, wo genau das jetzt war, der hat es erzählt, dass er, Subhanallah, der Körper hat nicht gestunken. Ne? Und genauso sein Sohn, die beiden, die waren sehr nah mit dem Koran und mit Allah und haben viel gebetet. Und ja, und ihre Körper haben nicht gestunken. Das finde ich auch krass. Das ist auch etwas, was wir uns nicht erklären können. Dann war noch eine Geschichte. Da war gerade, ist ein Bagger gekommen, der wollte alles abräumen. Und auf einmal kommt eine Frau und sagt, halt, halt, hier sind meine Kinder. Nicht mit dem Bagger, hier, die leben noch. Und er sagt, kann das sein, 16 Tage, ja gut, wenn du sagst, alles aufgehört, hingegangen, geschaut. Tatsache, die haben noch 2 Kinder gefunden, ne? Und dann
Die Kinder, Hilfe, Hilfe, holt uns raus. Und dann rufen die, ja, wo ist jetzt deine Mutter hin? Die Kinder sagen, unsere Mutter ist vor 4 Jahren gestorben. Subhanallah. Ne? Und die Arbeiter, hä? Die war doch gerade da und hat gesagt, meine Kinder. Das fand ich auch extrem. Aber das Allerkrasseste, was da gerade rumgeht, ich weiß nicht, ist das alles Fantasie, lügen die Leute? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das muss so passiert sein. Wie seht ihr das? Diese Geschichte finde ich am härtesten. Sind viele Kinder oder Leute, die aus den Trümmern gezogen worden, nach 7, 8 Tagen, 2 Wochen und immer noch leben. Und als sie im Krankenhaus angekommen sind, haben sie nicht mal Durst oder Hunger gehabt. Und alle so, was ist los? Wie habt ihr überlebt? Zu uns sind Ärzte gekommen, die haben uns Essen und Trinken gegeben in weißen Kitteln. Die so, hey, wer soll denn da kommen? Wir alle haben die gesehen, wir wurden gefüttert, wir haben Essen und Trinken bekommen. Habt ihr diese Geschichten auch gehört? Oder bin ich da die Einzige? Also ich finde es extrem, extrem, extrem angsteinflößend, aber doch wieder als Beweis, Subhanallah, ne, für welche, die nicht an Gott glauben. Aber jemand, der nicht an Gott glauben will, der findet Ausreden, ne? Aber das ist doch der Hammer. Und warum sollten die Kinder, wenn sie im Krankenhaus sind, nichts trinken wollen und nichts essen wollen und sahen auch gut aus? Sind das alles Lügen im Internet? Kann man denen, ich weiß nicht, was da los ist momentan. Kriegt ihr das auch mit oder kam das nur bei mir? Ne? Oder ist das ein Wachruf für uns Muslime, dass wir besser an unserem Glauben festhalten sollen, beten sollen und das sind so kleine Beweise, dass, weil die Schwachen unter uns, ne, dass die wieder an ihrem Glauben festhalten sollen und Taqwa, ne, die Taqwa wiederkommt, die Gottesfurcht. Ich weiß es nicht. Ja, das ist das, was mir so durch den Kopf geht und wo ich denke, Subhanallah, was für Geschichten. Ja. Und dann kam ja noch ein Mann, der hatte. Mit den Planeten, hat er gesagt, wenn die Planeten so und so stehen, dann wird ein Erdbeben kommen in dem und dem Bereich. Der hat ungefähr beschrieben, Syrien, Türkei, in der Ecke wird ein Erdbeben kommen. Alle haben ihn ausgelacht. Ich glaube, das waren Niederländer. So ganz genau. Ich habe die Geschichte auch nur so nebenbei und denke mir, ja. Aber als es dann passiert ist, der wurde ja belächelt und auf ihn wurde nicht gehört. Und das Erdbeben kam, aber ich glaube 2, 3 Tage unterschiedlich. Er hat es prophezeit, er studiert, ein studierender Mann, ein Holländer, hat das Erdbeben vorausgesehen. Und keiner hat ihm geglaubt. Ne? Weil irgendwie soll mit der Erdanziehungskraft die Planeten, wenn die so und so stehen, über diesen Gebieten dann können die tektonischen Platten, whatever, sich bewegen und er hat sogar die Stärke vorausgesagt. Die Erdbeben, wie hoch, ne? Wie stark das Erdbeben sein wird. Auf einer Skala, weiß ich nicht, hat er gesagt 6, 7 und es war ja dann auch auf 7 und mehr, 7, noch was. Am 20. ne, war ja das dann auch. Er hatte aber gesagt am 6., 7., 8. oder so. Oder 3., 4., 5. sowas. Definitiv, wer sollen sowas, ne? Und die Leute haben dann aufgehört zu lachen. Ja, Leute, und das ist alles so. Ja, das geht an mir durch den Kopf und lässt mich nachdenken. Ne? Das ist das. Wie seht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir in die Kommentare. Und jetzt noch zum Schluss eine kleine lustige Geschichte von meinem Sohn, dass wir ein bisschen aus dem Mysterischen raus. Mystery. Rauskommen, ne? Ihr wisst ja, ich hab mir ja mal Perücken bestellt, aber nur aus Spaß. So ab und zu, ne, wenn man mal gute Laune hat, ich hab mir so einen Zopf, ne, so ein Dot-Ding und der hat ganz lange Haare, sowieso asiatische glatte Haare, ganz lang. Ne, dann habe ich meine Haare so zusammen, habe den Zopf gemacht, einfach mal so zum, dass man sich mal anders fühlt zu Hause. Ihr wisst, ich bin ja immer nur im Dorf und ein bisschen schick machen zu Hause und hab dann geputzt und hab mich auch geschminkt gehabt, ne? Und hab dann mich schön angezogen und hab dann die Wohnung geputzt, ne? Und hab richtig gute Laune gehabt mit meinem Zopf. Kommt der Jonas rein. Mama, das sind nicht deine Haare. Ich so, really? Jonas,
Das ist nur ein Haarteil. Das. Warum machst du das? Das sind nicht deine Haare. Mach das weg. Und ich, okay. Das ist, das, dein Vater mag das, so lange Haare. Ne? Und vor allem, wieso bist du so, was hast du im Gesicht? Mach das weg. Du siehst aus wie eine Hexe. Also, ihm gefällt es gar nicht, wenn die Mama geschminkt ist. Also, ich hatte so einen Auberginen-Lippenstift, der war zu dunkel. Das hat ihm nicht gefallen, wie eine Hexe. Sieht nicht gut aus. Und wenn ich Lippenstift mache, soll ich bitte knallrot machen, sagt Jonas. Ne? Und für was? Das ist nicht dein Gesicht. Und es sind nicht deine Haare. Denkst du, man sieht es nicht, Mama? Naja, so viel zum Thema. Dass wir mal bitte was zu lachen haben. Das ist ja schwer genug, die Welt. Ne? So viel zum Thema. Sich mal schick machen für den Mann, kommen die Kinder. Wo gehst du hin? Warum? Wieso machst du das? Wieso? Ne? Und dann muss man dem Kind erklären. Die Mama hat die Aufgabe, sich auch für den Mann mal schick zu machen und nicht immer nur so ganz, Mama, du brauchst das nicht. Meine Tochter sagt sowieso, ungeschminkt bist du viel hübscher. Und mein Sohn sagt das auch, hör auf, brauchst das nicht. Und der Vater, doch, die braucht es. Das mache ich für euren Vater fertig, dass der sich mal, dass der mich mal geschminkt sieht, weil den ganzen Tag da im Bauernhof rumwerkeln, ne? Und das Haarteil, ich einmal im Monat benutze ich das mal so aus Spaß. Fertig. Ne, also von dem her. Und wenn das mal rauskommt, dann gucke die Kinder gleich. Ja, so ist's hier. Also, meine Lieben, das war's im Video. Bis die Tage, Marcelemma.